nicht mehr gesehen. Nein, nein, bitte, bemühen Sie sich nicht weiter, lieber Graf. Es war sehr freundlich von Ihnen, mir mein Täschchen heraufzutragen. Aber jetzt, ach, guten Abend, Elise. Bitte, nimm mal dem liebenswürdigen Herrn das Täschchen mit meinem Schmuck auf. Aber bitte, ich kann ja selbst. Good evening, meine Damen. Guten Abend, Bulli. Miss Yvette, wollen Sie werden meine Frau? Bulli, Sie werden es jetzt nicht für möglich halten. Aber ich habe bereits geahnt, dass Sie heute noch diese Frage an mich richten würden. Und was sagen Sie dazu? Ich will Ihnen ja nicht wehtun. Ich mag Sie auch ganz gut leiden, aber... Sie sagen no. Was bringst du? In der Halle unten ist ein eleganter, bärtiger Herr. Komm mal schnell her. Was hast du denn? Herr Peter Struve? Gott zum Gruß! Statt in die Vorversammlung führst du mich ins VEP. Aber ich habe mich ja köstlich amüsiert. Ich glaube, ich höre nicht recht. Amüsiert hast du dich? Da habe ich über den Kopf zusammengeschlagen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ach, so hast du das gemeint. Ja, keinen Spaß mehr. Aber hier, hier in Wien, da ist was los. Da kommt man ja von der Entrüstung gar nicht raus. Da bin ich jetzt auch neugierig, wie die schöne Yvette deine Bekehrungsversuche aufnehmen wird. Geben Sie gleich mal die Blumen her. Erlaub Sie mal! Die Blumen her, sage ich. Sie alter Nussknacker. Raus, die Nussknacker! Ich lebe vollständig zurückgezogen. Nur für meine Kunst. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Nein. Da gibt es ein Spielzeug für Kinder, so ein Holzkästchen. Da steckt ein kleiner Teufel drinnen. Der möchte gern raus aus der dunklen Kiste, kann aber nicht, weil er hat einen Deckel auf dem Kopf, der ihn gewaltsam niederdrückt. Man braucht aber nur auf einen Knopf zu drücken, dann kommt er zum Vorschein, der wahre Jakob. Sie haben ja so recht. Darf ich mir erlauben, Ihnen einen bescheidenen Strauß Blumen zu überreichen? Oh, der ist ja wundervoll. Der muss ja ein Vermögen gekostet haben. Ach nein, den habe ich günstig bekommen. Partner? Ich bin doch ein verfluchter Kerl.